Hey und willkommen zu einem Video. Ich stelle heute einmal 10 Secrets vor in Minecraft, die so keiner kennt. Damit das Video losgehen kann, würde ich sagen, drückt ihr einmal unten auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Und ich würde jetzt wirklich sagen, wir beginnen und let's go. So, als allererstes haben wir hier einmal eine, Honigwand, wenn man das so nennen kann. Und ich denke mal, von euch wusste es keiner, ich wusste es persönlich halt auch nicht, dass man mit einem Bogen, vor allem der Palutenbogen ist ja gut, dass man hier damit durchschießen kann. Also das habe ich nicht gedacht, dass man da genau zwischen diesen kleinen Ritzen hier durchschießen kann. Wenn man gegen den Block schießt, geht das nicht, sondern man muss genau gegen diese hier Ritzen halt schießen. Auf jeden Fall, das habe ich nicht gewusst. Und ich würde sagen, wir gehen zur zweiten Sache. So, los. Genau. Die zweite Sache ist hier so ein wunderschöner Enderkristall. Jeder kennt sie von den End. Und ich blende euch hier jetzt mal ein Bild ein. Und zwar diese Zeichen, die da drauf sind, das soll angeblich Mojang sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ergibt wirklich Sinn irgendwie. Also die Buchstaben sind wirklich wie Mojang angeordnet. Glückwunsch. So, für das dritte muss ich jetzt einmal ein Überleben gehen. Und ich bin fast tot, das ist nicht gut. Und falls ihr euch wundert, was das für schöne Texturen hier gerade sind, das ist das Palutentext-Top. Sprachen lernen. Und falls ihr euch wundert, was das für schöne Texturen sind, das ist das Paluten-Texture-Pack von mir persönlich entwickelt. Könnt ihr auch natürlich downloaden in der Videobeschreibung von meinem Release-Video. Naja, gut, egal. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Genau, hier sind ein paar XP, wo ich gestorben bin. Und wir haben hier einen Zombie, ja? Ihr denkt euch jetzt, was ist mit einem Zombie-Ei hier in der Höhle? Ihr seht schon, ich habe hier ein paar Schienen aufgebaut. Und wenn man jetzt einen Zombie da rein platziert, wird er dich nicht angreifen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, das ist eher ein Bug und kein Secret. Aber ihr seht schon, er greift mich nicht an. Er kommt irgendwie nicht über diese magische Border rüber. Aber wenn ich ihn schlage, dann verfolgt er mich. Also dann kommt er auch wirklich darüber. Es ist richtig weird. Also wie als wäre das sozusagen ein Block und er kann dich dadurch nicht sehen. Ja, Leute, ich habe es gerade ausprobiert, ob das wirklich mit jedem Mob so geht. Aber nein, es geht wirklich nur mit dem Zombie. Und was dabei rausgekommen ist, ist ja, ein Creeper ist explodiert. Und hat alles zerstört hier. Bevor ich hier wirklich mit der Nummer hier beginne, möchte ich dazu sagen, es funktioniert zwar, aber es wurde schon ein bisschen gepatcht, aber noch nicht komplett gepatcht. Das interessiert doch keinen Mensch. So. Und zwar werde ich jetzt hier einmal Lava nehmen. Hier ist ein Bett. Ich werde hier Lava platzieren. Werde hier ins... Oh Gott. Oh Gott. Ich habe verkackt. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Was habe ich getan? So, natürlich muss es auch Nacht dazu sein. So, ich habe die Lava platziert, leg mich jetzt ins Bett und ihr seht gleich, ja, da kommt die Lava. Ihr seht, da kommt die Lava und jetzt ist Tag. Also man ist sozusagen ganz kurz von Lava immun oder man im Bett ist mal Lava immun, wenn es Nacht ist. Also wenn man sich ins Bett legen kann, ist man halt Lava immun und dadurch, dass es halt dann Tag wird, steht man auf. Als nächstes haben wir einmal die Vogelscheuche, die einen Schaden macht, wenn man sie schlägt. Ich würde sagen, ich erkläre euch das mal ganz kurz. Und zwar haben wir hier einmal die Nether-Reed-Rüstung. Ihr könnt das theoretisch mit jeder Rüstung machen, die ihr wollt. Dann brauchen wir einmal ganz viele Dornenverzauberungen, so dass es halt einmal die komplette Rüstung bedeckt. Ich weiß auch nicht, warum ich da 5 drin habe. Aha! Und dann einmal einen Rüstungsständer. Ich würde sagen, wir verzaubern das jetzt einmal zusammen ganz kurz. Zack, zack. Und einmal zack, so. Jetzt gehen wir einmal in Überleben rein. Platzieren hier einmal den Rüstungsständer. Ja, da ist er. Ziehen ihn die Rüstung an. Und jetzt, wenn man ihn jetzt schlägt. Warte. Ja, dann kriegt man einfach Schaden. Also bei meinem Versuch, Rüstungsständer zu schlagen, wurde ich getötet. Es ist auf jeden Fall auch ein richtig, richtig geiles Secret von Minecraft. Als nächstes haben wir die Villager und zwar geht es diesmal um Villager mit Rüstung. Ich wusste davor nicht, dass man Villager Rüstung anziehen kann. Und zwar braucht man einmal einen Werfer, ja? Einen Werfer braucht man und dann irgendeine Rüstung. Und da muss man halt hier den Hebel betätigen. Und ihr seht schon, die Rüstung ist hier raus und hier ist auch weg. Und um euch das wirklich zu beweisen, dass das funktioniert, werde ich mal hier den Paluten-Villager hier einmal töten. 1, 2, genau, 2 Schläge, also 2 Crits hat er gebraucht. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Crits der braucht. Also wie man sieht, hat er 8 Crits gebraucht und das ist schon ein immens großer Unterschied im Gegensatz zu denen hier mit 2 Crits. Und er droppt dann auch am Ende hier diese Rüstung. Aber so kann man halt seine Villager, wenn die wirklich
einen was bedeuten, kann man sie richtig gut mit Rüstung versorgen und so schnell sterben sie dann auch nicht mehr mit Rüstung. So, als nächstes haben wir einmal den Snowman und wir werden diesmal den Snowman nicht normal craften, sondern, was ich persönlich auch nicht wusste davor, eigentlich craftet man ja einen Snowman so hier, einen Schneemann so, genau. Dann ist er hier, der ganz normale Schneemann ist hier, wenn man den tötet, kommt halt ganz normaler Schnee raus, aber ich wusste davor nicht, dass man den auch so bauen kann. So, zuerst kommt der Kopf und dann kommen die Beine sozusagen. Und das hat nicht funktioniert, warum auch immer. Also man muss hier zuerst auf jeden Fall, sag ich mal, so einen Grasblock platzieren wir. Dann einmal Schnee und dann nochmal Schnee drüber. Dann baue ich das hier unten einmal ab. So. Und dann baue ich einmal einen Kürbis hin. Und dann kommt einfach ein Schneemann raus, obwohl der Kürbis ganz unten ist. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert halt scheint irgendwie. Aber naja. Wusstet ihr, dass man mit Lava-Eimern über 100 Blöcke braten kann? Oder Essen braten kann? Ich wusste es auch nicht, dass das überhaupt geht. Ich meine, Lava-Eimer im Ofen mache ich auf jeden Fall auch jeden Tag zu Hause. Naja gut, ich würde sagen, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir tun den Lava-Eimer rein und dann einmal Eisenerz und dann ist auch sofort hier die Lava aus dem Eimer raus und dann haben wir einen leeren Eimer. So, wir haben jetzt einfach mal 9 Stück durchgebraten und ihr seht schon, es ist nicht ein Pixel weggegangen. Und wenn man sich überlegt, wie viel Lava man eigentlich in Nether bekommt, ist das echt krass. Und jetzt gewittert es. Super. Als vorletztes haben wir einmal was mit Endermans. Und zwar, ja, ich spawn einfach mal hier ein paar. Also ich bin in Überleben, ihr seht's. Ich schlag ihn jetzt. Okay, ja. Ihr seht schon, er ist jetzt auf mich richtig aggro. Und wenn... Okay, ja, hau bitte nicht ab. Und wenn ich ihn auf den Körper oben schlag, dann sollte er sich eigentlich teleportieren. Ah, okay. Ja, ihr habt jetzt gerade gesehen, er hat sich teleportiert oder er ist jetzt richtig aggro auf mich. Wenn ich ihn oben schlage, sollte er sich eigentlich teleportieren, einfach mal so. Aber wenn man ihn unten schlägt, ja, dann teleportiert er sich nicht mehr. Kann ich das auch nochmal so gut demonstrieren hier, indem ich unten drauf schlage. Ihr seht schon, er wollte sich nicht einmal teleportieren. Ich meine, das ist jetzt einfach ein dummer Vorführeffekt bei mir. So, als allerletztes haben wir die Pilzkühe. Und zwar wusstet ihr, dass es eine andere Form von den Pilzkühen gibt. Und zwar habe ich hier einmal einen Dreizack vorbereitet mit Entladung. Dann lasse ich jetzt einmal regnen. Regengott, bitte kommen Sie. So, anscheinend hat mich der Regengott erhört und das Wetter wird langsam sehr, sehr duster. Und wenn ich jetzt mit dem Dreizack hier raufschieße, dann wird es auf jeden Fall mega laut. Und ihr seht schon die Kühe. Oh Gott, geh bitte auf Feuer. Feuer, 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 geh aus. Dann seht ihr, diese Kühe haben sich einfach alle verwendet. Also, mein Deutsch ist heute auch nicht am Start. Also, die Kühe haben sich alle verwandelt. Ihr seht schon, die sind jetzt alle so braun geworden. Aber eigentlich sind die halt, ihr wisst ja schon, wie die aussehen, eigentlich so rot. Auf jeden Fall auch sehr, sehr krass und wusste ich auch nicht. So Leute, das war's mit dem Video. Mich würde mal interessieren, was ihr nicht gewusst habt oder wie viele Dinge. Also ich habe alles nicht gewusst und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao, Leute.